Hey ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um meine Tops und Flops aus dem Catrice-Sortiment. Ich habe euch das ja nun schon seit einigen Wochen immer wieder erzählt, dass ich mich die letzten Wochen, einige Wochen, durch das aktuelle Catrice-Sortiment getestet habe. Ich habe super viele Produkte, auch vor allem dadurch, dass ich auf dem Update-Event im Januar war und ja, hinter mir sind die alle aufgereiht und ich habe sie jetzt so weit durchgetestet, dass ich für mich eine Rangfolge erstellen konnte und ich habe euch auf Instagram abstimmen lassen, wie ihr das gerne haben wollt, ob Top und Flop gemischt oder von absolut Flop zu super Top, und so wolltet ihr es haben. Also ich fange mit dem für mich schlechtesten Produkt an und steigere mich dann bis hin zu meinem absoluten Top-Produkt von Catrice. Und ich muss dazu natürlich sagen, es ist meine eigene Meinung. Ein Produkt, was für mich ein Flop ist, muss es nicht für jeden sein und umgekehrt eben auch nicht. Es ist einfach nur so eine große zusammengepackte Review der Produkte, die ich in den letzten Wochen ausgiebig getestet habe. Und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los mit dem für mich schlechtesten Produkten. Ganz, ganz, ganz unten gelandet und eine absolute Nicht-Kaufempfehlung sind die Aqua Ink Lip Liner. Die gibt es schon etwas länger im Sortiment, nur eine neue Farbe ist dazugekommen. Und ja, was soll ich sagen? Ich blende euch am besten ein Tragebild ein. Und das sagt eigentlich schon alles. Also diese Stifte, diese Lip Liner haben eine, ja, so wie Filzstiftspitze, aber als Kugel und halt eben eine flüssige Textur, also ganz, ganz ähnlich zu einem Filzstift. Also als würdet ihr mit einem Filzstift auf den Lippen malen. Aber dieser Filzstift, der gibt ganz, ganz ungleichmäßig Farbe ab. Also das ist jetzt nicht nur bei dem einen, sondern auch bei dem anderen gewesen. Also ich glaube, das Tragebild spricht für sich. Super fleckig, ungleichmäßig, und das kann ich überhaupt null weiterempfehlen. Für mich auch Flops, die gibt es schon länger im Sortiment, sind diese Stylo Eyeshadow Pens. Ich habe mir die vor vielen, vielen Monaten mal gekauft, als sie neu im Sortiment waren. Die wurden total hoch gelobt von ganz vielen Bloggern. Ich kann mich da überhaupt nicht anschließen. Also ich muss dazu sagen, ich mag so Cremetexturen als Lidschatten auch nicht unbedingt. Es gibt gute, es gibt aber auch viele, die für mich einfach nervig sind und nicht so gut funktionieren. Und diese hier gehören für mich irgendwie dazu. Also das sind rausdrehbare, abgerundete Stifte. Sie malen ganz gut, sie geben ganz gut Farbe ab, aber dann muss man eben ja, die sehr schnell, bevor sie antrocknen, so ausblenden. Und dann muss man ja noch Puderlidschatten dazu nehmen, um den Übergang für die Lidfalte gut zu schaffen. Und das ist mir einfach alles viel zu nervig für das Ergebnis, was ich bekomme. Also ich blende euch ein Tragebild ein. Mir war das einfach zu unspektakulär dafür, dass ich mir diese Mühe mache, diese Cremeprodukte aufzutragen, weil ich finde Puderlidschatten in der Anwendung einfach 10.000 Mal einfacher. Ich habe sie dann weiterhin als Kajalstifte benutzt für die untere Wasserlinie. Da malen sie ganz gut, eben durch diese cremige Textur sind sie auch sehr sanft zum Auge. Dafür würde ich sie vielleicht noch weiter benutzen, aber ich glaube eher, dass ich sie komplett aussortiere. Auch ein weiteres Flop-Produkt ist für mich die Lip Foundation. Das ist auch ein Lip Liner. Da habe ich die Farbe 030 jetzt persönlich. Das sind alles sehr nudefarbene Töne, die ich eigentlich sehr, sehr schön finde. Auch dieser Farbton hier gefällt mir sehr gut. Und auf dem Tragebild bekommt ihr eigentlich einen besseren Eindruck, als es in Wirklichkeit ist. Das Problem an diesem Stift ist die Textur, die ist zu trocken. Also ihr merkt es schon beim Auftragen des Produktes, dass es ein bisschen bröckelig ist, dass es so ein bisschen stockt. Und dann seht ihr eben auch während des Tragens, also nach einigen Minuten, die Lippen werden sehr, sehr, sehr trocken. Klar, bei einem matten Lip Liner oder Lippenprodukt. Bei einem matten Lippenprodukt ist es ja oftmals so, dass die Lippen halt sehr trocken aussehen. Das stört mich auch nicht so sehr. Aber wenn sich diese Farbe abträgt, ist es nicht gleichmäßig, sondern es bröselt von den Lippen ab. Und das ist für mich so ein absolutes No-Go. Also wenn man dann zwischendurch in den Spiegel guckt, dann sieht es absolut unschön aus. Und von daher kann ich euch die Lip Foundation Lip Pencils leider nicht empfehlen. Dann eine Produktreihe, die für mich jetzt nicht unbedingt ein Flop ist, aber die ich nicht weiter behalten werde. Das sind diese Prisma Lip Glaze Lip Glosse. Da gibt es insgesamt 8 verschiedene Farbtöne. Ich habe jetzt hier 7.
Und also es gibt halt so neutrale, die einfach so einen leichten Holo-Schimmer auf die Lippen machen. Es gibt aber auch farbige, die eben so ein bisschen mehr Farbe noch dazugeben. Ich habe so die ersten zwei ausprobiert und habe einfach für mich wieder festgestellt, dass Lipgloss nicht meine Welt ist. Ich mag es nicht so klebrig auf den Lippen. Ich mag einfach lieber Lippenstifte oder Lipcreams oder eben Lipliner, aber keine so richtig klebrigen Glosse. Sie sind jetzt nicht mega störend klebrig, das jetzt nicht, aber sie sind eben so ein bisschen flutschig und ich mag es persönlich einfach nicht. Aber das ist halt mein persönlicher Geschmack, also falls ihr Lipgloss-Träger seid, könnt ihr euch die sicherlich mal angucken, weil die eben noch so einen ganz interessanten, feinen Farbspiel-Schimmer drin haben. Ich werde euch da gerne nochmal das Swatch-Bild einblenden, also das ist jetzt einfach ein Flop für mich, weil ich Lipglosse nicht so Bombe finde. Dann habe ich eine Mascara und zwar die Rock Couture Extreme Volume Mascara Lifestyle Proof. Die ist auch neu ins Sortiment gekommen und sie hat ein sehr großes Gummibürstchen mit ja, so mittellangen Borsten, würde ich sagen. Mir gefällt sie nicht so gut, weil sie für mich die Wimpern zu sehr zusammenklebt. Also es ist kein schönes Auffächern, sondern eher ein Fliegenbeineffekt. Das ist auch eine ganz individuelle Meinung. Also einige lieben diese zusammengeklebten, sehr starken Wimpern. Ich persönlich mag es lieber, wenn es ein bisschen natürlich ist und eher aufgefächert. Und deswegen gefällt mir persönlich diese Mascara nicht so gut. Auch ein Produkt, was mich sehr enttäuscht hat, ist dieser Strobe to Glow Highlighter Stick. Das ist jetzt bei mir die Farbe 030 Ultra Golden Galaxy. Das ist ein rausdrehbarer Stift, so abgerundet. Und an sich ist die Farbe ganz hübsch. Also ich mag so goldene Highlighter sehr gerne und auch beim Swatchen macht er einen guten Eindruck. Ich finde aber auf den Wangen verliert er total an Effekt. Also ich habe den aufgetragen und ich habe auch nicht zu wenig aufgetragen und habe dann zwischendurch immer mal wieder in den Spiegel geguckt. Und normalerweise ist es so, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich, dass ich Highlighter drauf habe. Weil ich persönlich mag das, wenn der Highlighter wirklich auffällig ist, wenn man sieht, okay, da ist was drauf, was das Licht reflektiert. Und das habe ich bei dem hier überhaupt nicht gehabt. Also ich musste in den Spiegel gucken und habe gedacht so, hä, wo ist der denn abgeblieben? Also ich habe so gut wie gar nichts mehr gesehen. Auf dem Tragbild seht ihr noch ein ganz gutes Ergebnis. Ihr müsst es aber auch gleich mal in Relation sehen mit den anderen Highlighter-Tragebildern, die ich euch noch zeige. Man sieht den Effekt, weil halt das Blitzlicht von der Kamera drauf hält. Aber wenn man so im Tageslicht in den Spiegel geguckt hat, war mir viel, viel, viel zu wenig Effekt da. Deswegen leider auch ein Flop für mich. Dann noch ein Highlighter, der für mich eigentlich zu den Tops zählte. Aber ich habe ihn jetzt letzte Woche nochmal getragen und es kann sein, dass der ein bisschen alt geworden ist und an seiner Strahlkraft verloren hat. Es kann aber auch sein, dass meine Ansprüche in Sachen Highlighter einfach höher geworden sind. Ich weiß nicht so hundertprozentig, woran es liegt. Auf jeden Fall ist es der Liquid Luminizer Strobing Pen in diesem Goldton. Es gibt den auch noch in einem Rosé. Das ist ein flüssiger Highlighter, der über so eine Pinselspitze so rausgedreht werden kann. Dann kann man das eben direkt auf die Wangen auftragen. Die Farbe finde ich wunderschön. Also ich mag, wie gesagt, goldene Highlighter total. Aber wie gesagt, ich hatte den viel intensiver und schöner in Erinnerung, als er dann letztendlich letzte Woche auf meinen Wangen war. Also wie gesagt, ich weiß nicht, welchen Grund das jetzt hat von den beiden genannten, aber er ist jetzt doch eher von den Tops in die Flops gerutscht. Dann ein Produkt, was für mich einfach keinen Sinn macht so richtig, ist das hier. Das ist das Light Spectrum Strobing Brick in der 030. Das ist eine Art Highlighter mit so Pastellfarben und leichtem Schimmeranteil mit drin. Aber ich weiß nicht, wofür ich das verwenden soll. Also als Highlighter hat er für mich zu wenig. Ich kann euch gerne mal einen Swatch machen. Hier seht ihr den kaum, ne? Also ganz, ganz leicht aufgehellt. Aber für mich ist es kein richtiger Highlighter. Ich habe den dann für mich einfach als Puder zweckentfremdet, also einfach zum Setten genommen von meinen Cremeprodukten. Da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen wegen der Glitzerpartikel, aber eigentlich, wenn man das gut aufträgt und mit so einem fluffigen Pinsel aufträgt,
dann funktioniert das und man hat nicht viel Glitzer im Gesicht letztendlich. Also ich werde es dafür zweckentfremden als einfach Setting-Puder, aber als wirklichen Highlighter, auch wenn der sehr schön aussieht, funktioniert der gar nicht. Dann habe ich noch dieses Produkt hier, was für mich einfach auch nicht so wirklich eine Funktion hat. Das sind die HD Liquid Coverage Precision Concealer. Gibt es in drei unterschiedlichen Nuancen. Die haben eine relativ dünne Pinselspitze. Und damit könnt ihr eben so feine, kleine Stellen mit Concealer versehen. Also abdecken oder aufhellen. Für mich macht das Produkt wenig Sinn, weil ich brauche es nicht. Ich benutze Foundation, dann benutze ich Concealer, aber relativ großflächig unter meinen Augen, so ein bisschen an den höchsten Punkten der Stirn, meinem Kinn und dem Nasenrücken. Und dafür kann ich auch einen ganz normalen Concealer verwenden und brauche jetzt keinen feinen Pinsel-Concealer. Ich könnte mir den ganz gut vorstellen, noch so um die Augenbrauen, Konturen quasi zu schärfen, mache ich aber eigentlich nicht so, deswegen hat er für mich keine wirkliche Verwendung. Dann komme ich zu dieser Palette hier, das ist die Make-up Techniques Face Palette. Die gibt es schon ein bisschen länger, ist ein sehr teures Catrice Produkt. Die ist aber auch relativ groß, enthält einen großen Spiegel und dann 8 verschiedene Puder bzw. Produkte. Und zwar 2 Konturpuder, die sind matt, also mit so einem ganz, ganz leichten seidigen Effekt. Ich habe die eine Woche lang verwendet, immer abwechselnd, und mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, gedacht habe, deine Kontur sieht irgendwie dreckig aus. Also ich kann mir nicht helfen, die Farbtöne sind vielleicht einfach nicht unbedingt passend, entweder nicht passend für meinen Hauttypen, also für meine Hautfarbe, oder generell schlecht. Also ich weiß nicht. Sie haben sich eigentlich einigermaßen gut verblenden lassen, aber ich hatte immer das Gefühl, sie sehen nicht schön aus, nicht schön weich aus, sondern sie sehen dreckig aus. Deswegen konnten die mich nicht überzeugen. Das Blush hier ist relativ frisch vom Farbton hier her, ist relativ kräftig und matt. Das ist okay, mehr aber auch nicht. Dann gibt es hier noch so einen Schimmerblush in so einem Grau-Rosé. Konnte ich nicht allzu viel mit anfangen, muss ich sagen. Es ist mir eigentlich zu schimmerig, um es als wirkliches Blush zu verwenden. Dann haben wir hier noch ein Puder, ein mattes Puder zum Setten. Dafür ist mir das Fändchen zu klein. Also ich benutze zum Pudern, zum Abpudern immer einen großen, fluffigen Pinsel. Und mit dem großen, fluffigen Pinsel in dieses Fändchen reinzukommen, ist so ein bisschen schwierig. Ist jetzt kein großes Problem, aber es hat mich gestört einfach. Dann ist hier noch ein Creme-Produkt, und zwar so ein Abdeckprodukt oder Concealer-Produkt. Das ist okay, aber ich mag Concealer lieber, wenn sie flüssiger sind. Und dann ist hier noch ein Puder-Highlighter. Der ist ganz, ganz nett, der hat so einen schönen Goldton, ist jetzt aber auch nicht spektakulär von der Leuchtkraft her. Und dann ist hier eigentlich so mein Top-Produkt drin. Das ist ein cremiger Highlighter in so einem Champagner-Perlmutt-Ton. Der macht wirklich ordentlich was her. Da kann ich euch auch nochmal einen Swatch machen. Also der hat wirklich eine sehr schöne Leuchtkraft, seht ihr hier. Also den hat man wirklich immer wieder gesehen, wenn man am Spiegel vorbeigegangen ist. Also ja, insgesamt finde ich diese Palette den Preis nicht wert. Man kann mit ihr arbeiten, aber es hat für mich zu viele negative Punkte, als dass ich dafür eine Kaufempfehlung aussprechen würde. Dann ein Produkt, was sicherlich okay ist, aber für mich jetzt auch kein Must-Have, und zwar die Filter in a Box Photo Perfect Finishing Palette. Die gibt es auch ganz neu. Die enthält insgesamt 5 Puderprodukte. Das große hier ist ein sogenannter Special Effect Topper. Das ist ein Highlighter. Ein auch so weiß-perlmuttfarbener Puder-Highlighter. Der ist sehr hell, recht intensiv, hat eine schöne Leuchtkraft, aber auch so ein bisschen Glitzerpartikel mit drin. Aber der ist okay. Der ist okay. Dann ist hier quasi ein, auch so Konturpuder. Das funktioniert ganz gut. Ich finde, so der Farbton ist ganz schön. Und dann habt ihr hier noch 3 hellere Puder zum Abmattieren. Und die sind eben so in Farben gehalten, wie zum Beispiel auch so die Instagram-Fotofilter. Also ihr könnt ja
über die Fotos so einen Farbfilter legen und das soll dieser Effekt sein. Also das, wenn ihr Selfies macht und so, soll das halt so einen Effekt machen. Also entweder so ein bisschen kühler, ein bisschen wärmer oder so. Ich sehe da nicht wirklich Sinn drin. Also diese Puder funktionieren zum Abmattieren ganz gut. Also es sind sehr, sehr leichte, weiche Puder. Die geben eben so ein bisschen Farbe ab. Also wenn ihr jetzt das Blaue zum Beispiel nehmt, das ist dann nicht wirklich blau, euer Gesicht. Aber es ist halt schon so ein bisschen kühler einfach. Also falls ihr daran Spaß habt, ist es wirklich eine Palette, die absolut okay ist. Aber für mich persönlich macht sie jetzt nicht so viel Sinn. Dann habe ich noch diese 6 Pigmente auf meiner eher Flop-Liste. Also wir nähern uns auf jeden Fall so dem Mittel, der Mittellinie. Wir sind jetzt nicht mehr bei den totalen Flops, sondern so bei den Produkten, wo ich sage, okay, aber muss man nicht haben. Also diese Precious Pigments, da gibt es insgesamt 6 verschiedene Farbtöne von. Ich habe die alle schon verwendet. Ich habe sie einfach über einer Base so ein bisschen aufgetupft mit dem Finger. Der Effekt, der dann auf die Augen kam, war relativ leicht, war eine leichte Farbabgabe, war ganz nett. Ich habe das Ganze dann nochmal aufgetragen mit, es gibt von Essence jetzt neu diese Glitter Base. Also es ist quasi so wie Kleber für so lose Sachen wie zum Beispiel Pigmente. Und dann habe ich einfach ein bisschen von diesem Kleber auf meinen Handrücken gegeben und ein bisschen von den Pigmenten da so reingerührt. Und da habt ihr halt eine sehr, sehr, sehr viel intensivere Farbabgabe mit geschaffen und dann könnt ihr das eben so aufs Auge tupfen und bekommt einfach noch mal ein bisschen mehr Farbabgabe rauf, ein bisschen mehr Intensität. Das ist noch so ein kleiner Trick, falls euch sonst die Pigmente auch zu wenig auf den Augen machen. Ich werde mich noch mal durch die anderen Farben durcharbeiten. Also ich habe jetzt diesen Fliederton in beiden Varianten aufgetragen und auch dieses dunklere Braun. Die anderen Farben möchte ich da noch mal ausprobieren, eben mit diesem Kleber zusammen. Und dann entscheide ich, welche ich davon behalte und welche nicht. Ich denke nicht, dass ich alle behalten werde. Dann wieder ein Produkt, wo ich nicht so recht weiß, was ich damit anstellen soll. Das ist der Prime and Fine Smoothing Refiner. Also es ist ein Primer, den könnt ihr unter eurem Make-up auftragen. Es ist so eine leicht fluffige Creme, so ein bisschen klebrig. Die könnt ihr eben so auf euer Gesicht geben und dann das Make-up drüber. Soll dafür sorgen, dass ein bisschen das Hautbild verfeinert wird, dass die Poren ein bisschen verfeinert werden. Ich kann es nicht hundertprozentig testen. Ich habe keine sehr großen Poren, wo ich das richtig dran erkennen könnte, ob es was bringt oder nicht. Für mich hat das jetzt keinen besonderen Effekt gemacht. Also ich habe jetzt nicht unbedingt eine Veränderung bemerkt. Von daher wäre das für mich jetzt kein empfehlenswerter Primer, aber jetzt auch kein Mega-Flop. Ich werde das aufbrauchen, aber nicht nachkaufen. Dann habe ich noch diese Creatrice Creamy Matte Lip Palette. Die besteht aus ja eben ganz vielen sehr schönen Farbtönen, einem Lippenprimer und einem Lippentopper. Der Topper ist in Pudertextur, alles andere ist cremig. Und dann habt ihr hier eben noch so einen Doppel-Lippenpinsel, der auch ganz gut funktioniert. Und einen Spiegel im Deckel. Also an sich ein schönes Produkt, so um mit auf Reisen zu nehmen. Bei mir ist das Problem von dieser matten Lippenpalette die Pigmentierung. Also ich finde die Farbtöne wunderschön, aber sie kommen nicht so auf die Lippen, wie sie es in den Fännchen jetzt versprechen. Also das ist einfach nicht so viel Pigmentierung, die dahinter steckt. Und von daher, für den Alltag, für so eine ganz leichte Farbe, sehr schön auf jeden Fall. Aber wenn man so wirklich die Lippen farbig machen möchte und eben sieht, oh, das ist aber ein schöner Farbton, der gefällt mir gut, bekomme ich so nicht auf die Lippen, es sei denn, ich mache viele, viele Schichten und das ist für mich nicht Sinn der Sache. Deswegen diese Palette für mich eher bei den Flops anzusiedeln. Dann habe ich noch die Instant Glam Palette getestet. Das ist eine Lidschattenpalette bestehend aus insgesamt 4 Duos, die halt farblich gut zueinander passen. Sie haben alle einen leichten Schimmeranteil mit drin. Und dann gibt es hier noch diesen Applikator, der für mich aber keinen Sinn macht. Also der nimmt zwar, ihr seht es, die Farbe gleichmäßig auf. Also beide Farben gleichmäßig, nur ist ja das Auge nicht gerade geformt. Und deswegen bekommt ihr halt die Farbe nicht gleichmäßig auf die Lider.
Wisst ihr, wie das so gemeint ist? Die Farbkombis an sich sind okay, die Lidschatten von der Pigmentierung her sind okay. Ich mag diese Kombination ganz gerne, also die Kombi hat mir auf den Augen sehr gut gefallen. Alles andere war nett, aber für mich jetzt auch kein Must-Have. Aber ihr bekommt 4 farblich schöne Duos für ein schönes, natürliches Augen-Make-up. Dann noch ein Produkt eher auf der Negativ-Skala, der Dewy Wet Look Stick. Das ist ein farbloser Cremestift, der eben nur einen leichten Glanz auf die Wangen gibt. Der enthält feine Schimmerpartikel noch mit drin, also ist jetzt nicht gänzlich nur Wet Look, sondern hat ein bisschen Schimmer mit drin. Finde ich nicht ganz so gut, also ich finde, wenn, hätte man das auch komplett ohne Schimmer machen können. Der Effekt, der auf den Wangen landet, ihr seht es, ist sehr dezent, würde ich sagen. Also für jemanden, der ein bisschen Bewegung haben möchte im Gesicht, aber sich keinen farblichen Highlighter auftragen möchte und auch keinen Schimmer drauf haben möchte, für den ist das sicherlich was. Aber ich mag eben, wenn man Highlighter wirklich sieht, und deswegen ist es für mich persönlich kein Must-Have. Und das letzte Produkt, was noch eher auf der Flop-Seite ist, ist der Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen. Ich habe den sehr, sehr oft benutzt. Ich habe auch 2 komplett aufgebraucht und fand den am Anfang eigentlich ziemlich gut. Also der hat eine sehr lange, präzise Filzstiftspitze und malt relativ präzise und angenehm. Aber ich habe 2 gehabt, wie gesagt. Und der erste hat mir schon, ich würde sagen, einen Monat gehalten, bis er eben nicht mehr wirklich viel Farbe abgegeben hat und so ein bisschen und eben nicht mehr so schön kräftig aussah. Also für mich müssen Eyeliner nicht tief schwarz malen. Es ist auch okay, wenn sie ein bisschen weniger Farbe abgeben. Aber so nach einem Monat habe ich gesagt, jetzt muss mal ein neuer her. Dann habe ich mir einen neuen gekauft. Und ich weiß nicht, ob es so ein Montagsprodukt ist oder ob es da Glückssache ist, was man für einen erwischt. Dieser zweite hier, den ich getestet habe, der hat vielleicht eine Woche gut gemalt und dann, ja, maximal eine Woche. Und dann hat er schon sehr, sehr stark nachgelassen und mittlerweile malt er nur noch so. Also das ist für mich nicht ausreichend Farbe, um einen Eyeliner zu ziehen. Das ist echt, also er wäre bei mir sonst auf der Top-Seite gelandet, aber dadurch, dass er jetzt extrem kurz nur gut gemalt hat, ist er dann bei mir doch bei den Flops gelandet.